deshalb gerade sehr kurz. Aber eins ist mir doch auch wichtig nochmal zu sagen. Dieses Schiff, das macht den Lauenburgern jetzt über viele, viele Jahre sehr viel Freude. Und nicht nur den Lauenburgern, sondern insbesondere den Gästen. Und es ist ja, hat ja eine Strahlkraft, das wurde eben wiederholt gesagt. Ohne den Förderverein wird es das alles nicht geben. Und auch wenn wir heute eine sehr, sehr großzügige Zuwendung hier erhalten haben, so muss man oder darf man nicht vergessen, dass es ja auch einen Eigenanteil gibt, den der Förderverein jetzt auch aufbringt. Das ist eine Menge Geld für einen ehrenamtlichen Verein. Das muss eingefahren werden. Und dafür möchte ich auch den Förderverein nochmal wirklich für die geleistete Arbeit ohnehin, das ist euch allen bekannt, aber auch für diese Hürde, die da auch nochmal genommen wurde, und wir wissen alle, wie schwer das war, auch nochmal Danke sagen, dass das so gemeinschaftlich gemeistert wurde. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, und all das, was jetzt so an Neuerungen zu verzeichnen ist, auch das ist nicht selbstverständlich. Dass wir heute einen Fahrplan haben, im Februar, Philipp, normalerweise kam der im Juni oder Juli raus. Man hat über Monate, meist im Winter, über Reparaturen gesprochen und was alles. Hier packt man an, dieser Förderverein, der hat jetzt Schwung. Das ist toll, er ist neu aufgestellt. Und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen, das sollte nicht zu kurz kommen.